Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Wir befassen uns heute mit der Zusammensetzung und Aufgaben des Blutes. Das passiert alles in der Vorlesungsreihe Biologie, bei der wir uns jetzt schon bereits im achten Teil befinden. Hier abgebildet von links nach rechts sehen wir Erythrozyten, also rote Blutkörperchen. In der Mitte das gelbliche sind sogenannte Thrombozyten, die hauptsächlich für den Wundverschluss zuständig sind. Und rechts Leukozyten, die einen Namen aufgrund ihrer weißen Farbe haben. Hier sehen wir in dieser elektronenrastermikroskopischen Darstellung, dass Weiß vielleicht nicht ganz treffend ist, es sich aber schon nähert. Okay. Ja, wie ich jetzt auch schon vorgestellt habe anhand des Bildes, sind das die drei wichtigsten Hauptzellen des Blutes. Und genau in der Reihenfolge werden wir sie auch besprechen. Zunächst aber erstmal müssen wir uns Grundlagen und Definitionen widmen. Also zunächst erstmal, Blut ist das wichtigste Transportmedium für Wasser, Nährstoffe, Gase und Hormone, mit denen es den ganzen Körper versorgt. Des Weiteren dient es dem Verschluss von Wunden und der Abwehr von Phagen. Phagen sind halt der biologische Fachbegriff für Krankheitserreger. Und wenn wir hier von Abwehr sprechen, da ist natürlich nicht die physische Abwehr gemeint, was im Prinzip die Schutz durch die Haut darstellt, sondern eine chemische Abwehr aufgrund der Zusammensetzung des Blutes und hauptsächlich der Leukozyten und derer verwandten Blutzellen. Eine weitere Aufgabe des Blutes ist die Regelung des Homöostasehaushaltes, das heißt der Wasser- und der Salzverteilung im Blut. Und dazu gehört auch noch die Wärmeregulation, wodurch Tiere mit guter Durchblutung homoiotherm sind, das heißt gleich warm. Wir Menschen sind zum Beispiel homoiotherm. Unser Blut sorgt dafür, dass unser Körper ungefähr immer die gleiche Temperatur hat. Natürlich sind nicht alle Stellen des Körpers gleich warm, das wissen wir. Unsere Extremitäten sind in der Regel kühler als unser Zentrum, weil in unserem Zentrum natürlich die wichtigen Organe liegen und diese müssen primär geschützt werden, auch vor Kälte. Bei Menschen haben Frauen ca. 5 bis 6 Liter Blut, Männer etwa 6 bis 7 Liter. Das liegt daran, Männer sind halt ein bisschen größer, in der Regel auch ein bisschen schwerer. Und mehr Masse benötigt natürlich auch mehr Blut, um versorgt zu werden. Nach einigen Recherchen habe ich eine wunderschöne Übersicht gefunden, wie ihr seht, die ist von dem Wikimedia. Und hier kann man im Prinzip alles an wichtigen Blutzellen sehen. Oben beginnt bei der sogenannten pluripotenten Knochenmarkstammzelle. Klingt kompliziert, ist aber einfach, heißt, sie kann sich in verschiedenste Zellen verwandeln. Und dann sehen wir die drei Pfade, die es hier gibt. Links die Leukopoese, in der die verschiedenen hier abgebildeten Arten der Leukozyten entstehen. Theoretisch in der Mitte, aber eher rechts gelegen. Die Erythropoese, wie der Name schon sagt, werden hier die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, gebildet. Und rechts die Thrombopoese, in der die Thrombozyten gebildet werden. Hier sehen wir auch die verschiedensten Zwischenstufen. Und ja, schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Beginnend mit den Erythrozyten. Also, wie ich schon sagte, das sind die roten Blutkörperchen und die Hauptaufgabe oder eigentlich ihre einzige wirkliche Aufgabe ist der Transport von Sauerstoff. Wie wir gesehen haben, entstehen sie aus den Knochenmarkstammzellen und entwickeln sich in der Erythropoese zunächst zu den Proerythroplasten, also gewisserweise Vorstufen der Erythrozyten, dann zu Erythroplasten und diese letztendlich zu den Erythrozyten. Warum sind sie rot? Das liegt an einem sehr zentralen Molekül, das sie haben, das Hämoglobinmolekül. Und dieses Hämoglobinmolekül enthält Eisen, welches die rote Färbung verursacht. Das Hämoglobinmolekül besteht aus vier Unterheiten, welche jeweils eine Helmgruppe enthalten. Und im Zentrum jener dieser Helmgruppen ist ein Eisenion. Und dieses dient eigentlich zum Sauerstoff binden, sprich also auch zu den Sauerstofftransport. Was hier jetzt nicht mitsteht, was aber natürlich auch so ist, auf dieselbe Weise wird auch Kohlendioxid und Kohlenstoffmonoxid gebunden, weshalb ein Erstickungstod im Prinzip darauf beruht, dass Sauerstoff in den Blutzellen verdrängt wird und das Kohlenstoffmonoxid sich an die Hemmgruppe bindet. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich das schon so erkläre, wann binden sich Sauerstoffmoleküle und wie? Die Frage, wann sich Sauerstoffmoleküle überhaupt an Hämoglobin binden oder lösen,
hängt halt vom pH-Wert und dem Partialdruck der Gase ab. Hier sehen wir den Reaktionsmechanismus des Enzyms der Carboanhydrase dargestellt. Im Prinzip können wir hier auch sehr gut ablesen, wie das aussieht mit den ganzen chemischen Vorgängen zur Bindung. Aber das machen wir jetzt Schritt für Schritt. Beginnen wir am besten in der Lunge. Dort haben wir ja in der Regel sehr sauerstoffreiche Luft, weil die wir gerade einatmen. Und damit herrscht, verglichen zum Blut, wo wenig Sauerstoff ist, ein hoher Sauerstoffpartialdruck. Das heißt im Prinzip einfach nur, dass in der Luft mehr Sauerstoff ist als gelöstes Blut und daher wird aufgrund der chemischen Eigenschaften der Sauerstoff eher Richtung Blut gedrückt und das Kohlendioxid, was in dem Moment am Hämoglobin gebunden ist, eher nach außen gedrückt. Zudem haben wir in der Lunge einen hohen pH-Wert. Das führt dazu, dass die Luftmoleküle sich am Eisen der Helmgruppe binden. Wie ich schon erwähnte, wird zeitgleich das CO2, welches in Form von Hydrogencarbonat, also HCO3-, von den Enzymen Carboanhydrase in den Erythrozyten transportiert wird, an die vergleichsweise CO2-arme Luft abgegeben. Ich habe das jetzt hier mal blau markiert in den Schritt, das wäre in dieser Übersicht der Schritt Nummer 4. Dabei wandelt die Carboanhydrase das gebundene HCO3- aufgrund des hohen pH-Wertes wieder in CO2 um. Wir sehen, es verlässt dadurch natürlich auch den Kreislauf hier in Schritt 2. Wie geht's weiter? Naja, unser Herz ist ja im Prinzip nichts weiter als eine große Pumpe und genau das tut es auch. Es pumpt und zwar jetzt beginnt in der Lunge durch das Blut durch den Körper, sodass das in der Lunge angereicherte sauerstoffreiche Blut, an dem 4 gebundene O2-Moleküle je Hämoglobin-Molekül sind, zu den Geweben mit geringem Sauerstoff, aber hohem Kohlendioxidgehalt gelangt. Das ist halt im Prinzip fast überall woanders im Körper. Und in diesen Zellen findet dann die Zellatmung statt. Das heißt also die Herstellung von ATP aus ATP unter Sauerstoffverbrauch und Kohlendioxidentstehung. Und das beruht im Prinzip hauptsächlich auch darauf, dass Glucose und Sauerstoff zu Wasser und CO2 umgewandelt werden. Dadurch haben wir jetzt wieder einen Partialdruck, der bewirkt, dass das Hämoglobin den Sauerstoff an die Gewebe abgibt und CO2 aufnimmt. Ich habe ja das mal versucht, besser darzustellen. Im Blut haben wir jetzt halt hauptsächlich O2 gebunden. In den Geweben wurde das O2, was schon irgendwann mal durchs Blut angeliefert wurde, aufgrund der Zellatmung in CO2 umgewandelt. Das heißt, wir haben hier ein chemisches Ungleichgewicht, einen sogenannten Partialdruck, weil, ja, es ist nicht auf gleichen Seiten die gleiche Stoffmenge und Partialdruck bedeutet nichts anderes als, dass jetzt rein aus chemischen Kräften ein Ausgleich stattfindet. Das heißt, die O2-Moleküle wandern so lange ins Gewebe, bis die Konzentration im Blut und im Gewebe gleich sind und gleiches passiert mit den CO2-Molekülen. Das wird allerdings auch katalysiert durch den niedrigen pH-Wert in den Geweben. Dabei wandelt die Carboanhydrase das von den Geweben freigesetzte CO2 in Hydrocarbonation um, also HCO3-, welche zu einem Teil gelöst im Blut transportiert werden, zum anderen Teil sich direkt an die Carboanhydrase binden und erst in der Lunge wieder zurückgewandelt werden. Bei einigen Marienwirbeltieren wie den Ringelwürmern, hier abgebildet als Beispiel ein Regenwurm, übernimmt nicht das Hämoglobin, sondern das Hämerythrin die Aufgabe des Sauerstofftransportes. Im Gegensatz zu Blut wechselt das von der Farbe nicht zwischen hell und dunkelrot, sondern zwischen violett im oxidierten, also sauerstoffgebundenen Zustand und farblos im reduzierten Zustand. Das heißt, dort kann man auf den ersten Blick sehen, welches Blut gerade Sauerstoff, welches CO2 oder nichts transportiert. Bei Gliederfüßern wie Spinnen und Weichtieren wie Quallen übernimmt stattdessen das sogenannte Hemocyanin den Sauerstofftransport innerhalb der Blutzellen. Und statt eines zentralen Eisenions, wie beim Hämoglobin oder Hämerythrin, ist ein Kupferion vorhanden, welches im oxidierten Zustand blau, aber im reduzierten Zustand farblos ist. Der Mechanismus im Prinzip ist allerdings genau derselbe. Und damit kommen wir auch schon zu den Thrombozyten, also zu den Zellen, die eigentlich für den Wundverschluss wichtig sind.
Sie werden landläufig oder besser gesagt im Volksmund und nicht im Fachjargon Blutplättchen genannt und dienen der Blutstillung, die der erste Schritt der Hämostase genannten Wundstillung und Wundverschluss ist. Die Thrombozyten werden, wie eigentlich alle Blutzellen, im Knochenmark gebildet und wickeln sich über die Thrombopoese von den vom Megakaryoplasten über den Megakaryozyten zum Thrombozyten, also im Prinzip eine andere Generationsweg als bei den Erythrozyten. Allerdings, wichtig dabei, sie verfügen über weder Zellkern oder andere solche funktionellen Organe, allerdings haben sie eine Messenger-RNA, die rmRNA. Dazu aber mehr in der Vorlesung Genetik. Damit sind wir auch schon bei der Hämostase, also dem Wundverschluss. Und der erste Schritt von dieser ist die sogenannte Thrombozytadhäsion. Adhäsion kann man sich vom Namen her schon leiten, heißt also so viel wie Anhaftung. Wo beginnen wir? Naja, wann werden sie erstmal aktiv? Es muss eine Wunde oder Verletzung vorliegen. Das ist unser Startpunkt. Ist das passiert, kommt es zur Freisetzung von einem Kollagen. Wie funktioniert das? Also bei einer Verletzung wird ja das Gewebe beschädigt und durch diese Beschädigung des Gewebes werden Kollagenfasern, die sich in der Haut befinden, mit dem Blut in Berührung gebracht. Das ruft dann die Freisetzung von diesem Kollagen hervor. An deren Oberfläche der Wunde haften sich dann die Thrombozyten durch Adhäsion unter Einwirkung von im Blut befindlichen VWF-Protein, das ist der sogenannte von Willebrand-Faktor, Fibronektin und Laminin an. Hier mal kurz dargestellt. Dabei schütten die Thrombozyten mehrere Stoffe aus, die auch verschiedene Wirkungen haben. Das sehen wir jetzt auf der nächsten Folie. Erstmal ist das oder sind das Calcium-Ionen Ca2+, Adenosin-Diphosphat, also nicht ATP, sondern ADP, und Serotonin, welche weitere Thrombozyten anlocken. Diese Anlockung durch Freisetzung von chemischen Stoffen wird auch Chemotaxis genannt. Das bewirkt natürlich, dass jetzt sich mehr Thrombozyten an die Stelle hinbegeben und eher zusammenlagern können, um die Wunde zu verschließen. Dann wird auch noch Thromboxan A2 ausgeschüttet, welches eine Verengung der Blutgefäße bewirkt, sodass erst einmal weniger Blut austritt. Also wir haben hier schon mal eine gewisse Wundstillung. Dann wird auch noch Faktor 5, das ist Proacetylin, und Faktor 7, Proconvertin, und PAF, das Platelet Activating Factor, oder auf gut Deutsch Plättchenaktivierender Faktor, freigesetzt. Alles drei sind Proteine, welche die Blutgerinnung auslösen. Und last but not least wird weiterhin VWF, also der von Willebrand-Faktor, Fibronektin und Thrombospondin ausgeschüttet, welche im Prinzip wie eine Art Klebstoff fungieren, indem sie dafür sorgen, dass die Thrombozyten sich immer stärker aneinander haften und somit die Adhäsion eindeutig verstärken. Haben wir nun die Adhäsion geklärt, also diese ganze chemische Freisetzung der verschiedenen Stoffe, damit sozusagen die Wunde erstmal provisorisch verklebt ist, kommt es zur sogenannten Thrombozytenaggregation, das heißt also, wo die Thrombozyten sich wirklich zu einer Art Fropfen, wie den im Prinzip den Grind zusammenlagern. Der erste Schritt der Aggregation, was nichts weiter bedeutet als Zusammenlagerung, besteht im Prinzip im Umbau des Zytoskeletts der Thrombozyten. Hier nehmen wir einfach mal an, das ist der normale Thrombozyt und von einer flachen Plattenform, die auch linsenförmig bezeichnet ist, wandeln die Thrombozyten sich zu einer kugelförmigen Struktur um, was natürlich mit einer großen Oberflächenvergrößerung einhergeht. Zudem werden auch noch Pseudopodien, also kleine Scheinfüßchen, Fortsätze, die aussehen wie Tentakel, gebildet, was erstens natürlich die Oberfläche nochmal vergrößert und zweitens die Thrombozyten im Prinzip klebrig werden lässt, in dem Sinne allerdings wie ein Klettverschluss, dass diese kleinen Pseudopodien sich ineinander einhaken und damit fest zusammenhängen. Dadurch können sich dann natürlich weitere Thrombozyten anlagern, was einen sogenannten weißen Thrombus zur Folge hat, der zum Wundverschluss führt. Also schauen wir uns das mal hier in der Grafik an. Wir haben hier erstmal einmal die Thrombozyten nahe der Öffnung, zwei haben sich schon an die Wunde angelagert.
Wir müssen uns jetzt natürlich vorstellen, was ich in der kleinen Zeichnung nicht zeigen konnte, dass sich jetzt diese kleinen Pseudopodien ausbilden. Und sie bewegen sich Richtung Wunde weiterhin. Und jetzt verhaken sie sich ineinander. Es kommt immer noch mehr. Und irgendwann ist die Wunde, wie wir jetzt sehen, verschlossen, weil sie sich so ineinander haken. Und damit kommen wir dann zum dritten Punkt, der Koagulation und Retraktion. Klingt ziemlich kompliziert, aber mal ganz ehrlich, das ist es auch. Also, wie sieht das da aus? Erst einmal bilden die Thrombozyten den sogenannten Tinase-Komplex, auch mit römisch 8 und 9 beziffert, aus. Das sehen wir links dargestellt hier in dieser Abbildung. Zusammen mit dem Tissue Factor, römisch 3, und Prokonvertin, auch mit 7 dargestellt, werden Prothrombinase-Komplexe, hier mit V und X dargestellt, ausgebildet. Wie gesagt, das ist an sich relativ kompliziert. Wenn man in die chemischen Details reingeht, wird es sogar noch schlimmer, würde ich auch nicht machen. Für diejenigen, die sich wundern, warum ich hier manchmal Namen und manchmal auch diese römischen Ziffern stehen habe, kommt auf die Betrachtungsweise an. Wenn Sie sich für die Chemie interessieren, werden Sie höchstwahrscheinlich eher mit diesen ganzen Begriffen wie Tissue Factor und Prokonvertin etwas anfangen können. Wenn Ihnen das allerdings relativ egal ist und es Ihnen nur um das Schema geht, wie denn jetzt eigentlich diese ganze Koagulation und Retraktion stattfindet, also die biologisch-medizinischen Aspekte, reichen auch die römischen Zahlen in der Regel aus. Der Vollständigkeit halber mache ich aber beides. Okay, wie geht's weiter? Durch die Thrombokinase X kommt es zur vermehrten Bildung von Thrombin, römisch 2, welches erneut die Bildung von Tinase-Komplexen bewirkt. Mhm. Okay, da sind wir also wieder bei 8 und 9 teilweise angekommen. Damit haben wir im Prinzip also eine Art Kettenreaktion gebildet. Diese wird Jossoloop genannt. Das Thrombin 2 bewirkt die Ausbildung von Fibrinnetzen, also ganz kleine, flache Ausbildungen, Verzweigungen, welche sich zwischen den Thrombozyten spannen und so die Bindung festigen. Also, wir können uns das wirklich vorstellen, wie längliche Moleküle, die das alles mehr oder weniger zusammenhalten. Ich habe das jetzt auch noch versucht, in dieser kleinen Übersicht hier darzustellen. Wir hatten ja hier die Thrombozyten, die sich jetzt schon adhesiv aneinander gelagert haben, aber natürlich noch nicht wirklich ganz eine Wunde verschließen können damit. So, wie hier sehen, haben sich jetzt schon kleine Fibrinnetze ausgebildet, aber nur auf horizontaler Ebene. So, danach kommt es zur Bildung des roten Thrombus, in dem durch die fibrinstabilisierenden Faktoren 8 jetzt nicht nur die horizontalen, sondern auch Querverbindungen in den Fibrinnetzen angelegt werden und Erythrozyten, also Rotblutkörperchen, in diesen gefangen werden. Das habe ich jetzt versucht, mit so einer Netzstruktur hier darzustellen. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Das Thrombin wirkt aber immer noch. Es bewirkt nun die Kontraktion des Aktin-Myosin-Skeletts der Thrombozyten. Also in gewisser Weise eine Art Muskelstruktur der Thrombozyten. Welche durch Kontraktion die verletzte Haut zusammenziehen und Bindegewebszellen einlagern. Was dann natürlich schlussendlich zum Wundverschluss führt. Wir haben jetzt also, wenn wir uns das mal optisch vorstellen, erstmal die Thrombozyten, die sich da angelagert haben, dann haben sich molekulare Fibrinnetze gebildet, in denen wurden dann Erythrozyten aufgefangen und alles zusammen wurde nun nochmal, das Netz wurde sozusagen gespannt, auseinandergezogen, somit ist es wirklich jetzt, wenn wir uns vorstellen, wie ein Pflaster, das aus einzelnen Fasern besteht und von innen dagegen geklebt wurde und das führt halt dann zum Wundverschluss. Und damit sind wir auch bei Thema 3, den Leukozyten. Und diese weißen Blutkörperchen, deren Hauptaufgabe ist die Immunabwehr, aber wir werden sehen, die Immunabwehr ist relativ komplex und dient hauptsächlich natürlich dazu, den Körper vor Phagen und Schadstoffen zu schützen. Wie alle Blutzellen werden sie in Knochenmark gebildet und ihr Entstehungsprozess, wie wir hier nochmal in der Übersicht sehen können, ist die Leukopoese. Hier ist es allerdings nicht so linear wie bei den Erythropoese oder der Thrombopoese, sondern hier gibt es Differenzierungen, Spezialisierungen für die einzelnen Funktionen, die wir uns jetzt genauer anschauen werden. Fangen wir mit den Makrophagen an. Makrophagen sind die evolutiv vermutlich ältesten Zellen des Immunsystems
und gehören zur Gruppe der Phagozyten, sprich Fresszellen, die futtern. Die Funktion ist relativ simpel. Mikroorganismen haben ganz andere Proteine als wir selbst, also körperfremde Proteine, und können daher aufgrund ihrer Molekülstruktur von den Makrophagen erkannt und durch Phagozytose, also die Umschließung des Phagen und Aufnahme schließlich von ihnen, in das eigene Zellplasma der Makrophagen aufgenommen werden. In den Makrophagen selbst kommen sie dann in Kontakt mit Lysosomen, woraufhin sie dann durch Enzyme aufgelöst werden, wobei die Bestandteile an die Oberfläche transportiert werden. Und über die sogenannten Antigenpräsentationen wird die Molekülstruktur des Erregers an T-Helferzellen weitergeleitet, das sind auch spezielle Leukozyten, sodass Phagen mit gleicher Molekülstruktur erkannt werden können und danach werden die Bestandteile ausgeschieden. Also wir haben einmal, wenn wir so wollen, Aufnahme, Zersetzung, Nutzbarmachung der wichtigen Bestandteile, die werden dann abgegeben, und auch noch Präsentation der Molekülstruktur des Erregers zur Erkennung für die T-Helferzellen, damit später dann diese auch besser erkannt werden können, die also Phagen mit derselben Molekülstruktur. Ja, und dazu habe ich auch ein kleines Video, damit man sich das vielleicht mal ein wenig besser vorstellen kann. Das Video zeigt nicht, wie die T-Helferzelle sozusagen die ausgeschiedenen Moleküle abliest und speichert wie ein Computer, um danach nach weiteren Schädlingen zu suchen. Aber man sieht im Prinzip die Phagozytose und das möchte ich euch hier gerne mal zeigen. Ja, wir sehen, hier wird das aufgenommen, zersetzt und die Bestandteile werden dann nach außen gegeben. Und damit sind wir dann schon beim zweiten Unterpunkt, den Mastzellen. Die Mastzellen sind die schnellsten Zellen bezüglich der unspezifischen Immunabwehr. Unspezifisch heißt also gegen alle, nicht irgendwie hier diese markierten, da sie sofort auf Wunden oder Fremdkörper reagieren, und zwar jeglicher Art. Im Zytoplasma der Mastzelle, also im Zellplasma gewisserweise, befinden sich viele Granula, welche viel Histamin und Heparin enthalten. Granula sind noch, ja, im Prinzip, wenn wir wollen, gewisserweise Vesikel, die verschiedene chemische Stoffe enthalten, die bei einem gewissen Kontakt freigegeben werden und dementsprechend dann ihre chemische Wirkung entfalten. In dem Fall ist hier natürlich Histamin und Heparin gespeichert. Im Zytoplasma der Mastzelle befinden sich viele basophile Granula, körnchenförmige Einlagerungen, die sich durch Zellmembran von Zellplasma abgrenzen, welche viel Histamin und Heparin enthalten. Bei Reizung ihres IgE-Rezeptors, der ist außerhalb dran, das ist im Prinzip wirklich wie eine Art Scanstelle, oder wir können uns das vorstellen wie ein USB-Stick und der Anschluss an USB-Stick, der Rezeptor wäre der Anschluss dafür. Wenn was Passendes kommt, kommt eine Reaktion. Jedenfalls, wenn der gereizt, also aktiviert wird, wie bei Kontakt mit Allergen oder Erregern, entleeren sie ihre Granula, also das Histamin und Heparin, sodass diese Wirkstoffe freigesetzt werden. Histamin führt dann zur Erweiterung der Gefäße, das wird auch Vasodilatation genannt, und lockt andere Zellen wie Leukozyten und Erythrozyten an. Hier haben wir wieder eine Chemotaxis, sodass sofort eine Immunreaktion einsetzt. Das Heparin hingegen hemmt die Blutgerinnung. Bei Kontakt mit Allergen lösen Mastzellen eine allergische Reaktion aus, indem sie ihre Granula freisetzen, obwohl das ja eigentlich gar nicht notwendig ist, weil von der Definition her ist ein Allergen ein körperfremder Stoff, der keine Immunantwort hervorruft, weil er nicht schädlich ist. Aber bei Mastzellen reagieren halt darauf und daher wirken die Allergene Allergen. Sie schaden uns eigentlich nicht, aber unsere Mastzelle selbst schadet uns in gewisser Weise, weil sie das Allergen als schädlich erkennt. Und damit kommen wir zu den antigenpräsentierenden Zellen, kurz APC, also auf Englisch Antigen Presenting Cells. Sie markieren Fremdkörper mittels Antigen, das sind in der Regel irgendwelche Proteine, die auch separat gebildet werden, und eröffnen damit den ersten Schritt der aktiven Immunreaktion, die auch spezifisch ist. B-Zellen, Makrophagen und Dendritezellen zählen alle zu den APCs. Um das mal besser darzustellen,
kommt jetzt eine kleine Zeichnung. Erst einmal, sie nehmen die Fremdkörper durch Endozytose auf, verarbeiten diese und binden deren Substanz an sogenannte MHC-Moleküle, wodurch ein Antigen entsteht, zum Beispiel IgE, das Immunoglobulin E. Hier haben wir also den kleinen Fremdkörper, er wird aufgenommen, wird zersetzt und ja, in seine eigenen molekularen Bestandteile zerlegt, hier als vier rote Punkte dargestellt. Dann binden deren Substanz, also diese zersetzten Stoffe, an hier blau dargestellt MHC-Moleküle, welche dann ein Antigen herstellen. Das Antigen wird zur Zellmembran transportiert, wo es von T-Zellen erkannt werden kann, welche sich daran binden, hier in gelb dargestellt. Diese T-Zellen wiederum, die auch T-Helferzellen genannt werden, scheiden nun Zytokine aus, welche B-Zellen aktivieren. Das sind hier diese orangenen Rauten. Diese, also die Zytokine, beziehungsweise diese B-Zellen, produzieren anschließend Antikörper, das sind halt wieder Proteine, hier als lilane Kreuze dargestellt, welche sich im Blut ausbreiten und spezifisch an das markierte Antigen binden, wodurch alle gleichartigen Fremdkörper markiert werden. Wir sehen, da das lilane Kreuz ist wieder zu den gleichartigen Fremdkörper hingegangen, er ist jetzt markiert und nun kann nicht nur die unspezifische, sondern auch die spezifische Immunantwort folgen, das heißt, er kann effektiv bekämpft werden. Das passiert meist durch Phagozytose, zum Beispiel durch Makrophagen. Die erkennen dann halt, aha, der ist markiert mit genau diesem Antikörper, den muss ich zerstören. Ein relativ komplexer Mechanismus, der im Prinzip aber nur bewirkt, wenn man es mal sehr verkürzt, eine Phage wird aufgenommen, zerstört, die molekularen Bestandteile werden analysiert, spezielle Stoffe werden gebildet, damit genau alles, was diese molekularen Bestandteile enthält, erkannt wird. Alles, was diese molekularen Bestandteile hat, wird nun markiert. Alles, was so markiert ist, wird nun gefuttert. Und damit sind wir viertens den Granulozyten. Die kann man auch wieder unterteilen. Wir beginnen aber hier mit den basophilen Granulozyten. Sie kommen im Blut am seltensten vor und können zu Allergien führen. Siehe da zu Mastzellen, da habe ich das ja schon mal angesprochen. Dann haben wir auch die eosinophilen Granulozyten. Bei Kontakt mit einem Parasiten, welcher mit einem Antikörper markiert wurde, was wir jetzt so gerade gesprochen haben, so mehr oder weniger, schütten sie lysosomale hydrolytische Enzyme, Peroxidasen und das Major Basic Protein aus, welche toxisch wirken, das ist dann eine Exozytose. Also hydrolytische Enzyme, was machen die? Die verursachen eine hydrolytische Spaltung, das heißt alles, was über hydrolytische Bindung miteinander verbunden ist, zum Beispiel Alkoholbindung, die Bindung von Säuren und so weiter, kann man alles hydrolytisch spalten, alles was so im Prinzip Sauerstoff dazwischen hängt. Und die Peroxidasen als starke Säuren führen natürlich zu einer Oxidation und können damit fast alle Mehrfachbindungen auflösen und auch diverse andere Bindungen. Dann haben wir noch die neutrophilen Granulozyten. Diese fressen wortwörtlich Mikroben durch Phagozytose. Und mittels Netose, bei welcher sie Netze aus Protein und Chromatin freisetzen, können sie zudem Bakterien binden und zerstören. Wir haben also selbst, wenn wir uns mal überlegen, unsere Körper, gewisserweise Jäger, die Netze auswerfen und Bakterien fangen, um sie dann später zu zerstören und zu fressen. Kommen wir damit zu fünftens, den B-Lymphozyt oder auch B-Zelle genannt. Sie sind die einzigen Zellen, die Antikörper ausbilden können, wie wir es ja gerade besprochen haben, und sind daher Teil des spezifischen Immunsystems und Teil des Immungedächtnisses. Was das ist, dazu kommen wir gleich. Nach Kontakt mit einem Antigen, was wir auch gerade besprochen haben, kommt es zum sogenannten Isotypenwechsel und zur Spezialisierung in folgende Zellen. Isotypenwechsel heißt nur, sie wandeln sich um. Erst einmal können sie sich in Plasmazellen differenzieren. Plasmazellen produzieren spezifische Antikörper für Fremdstoffe, welche dieselbe Molekülstruktur wie das Antigen haben, durch welche die Plasmazelle aktiviert wurde. Merken wir uns. Variante 2, die B-Gedächtniszellen. Wie bei den Plasmazellen erfolgt die Differenzierung speziell bezogen auf den Fremdkörper. Das heißt, das ist erstmal bei beiden gleich.
Beide spezialisieren sich wirklich auf Antikörper und Antigene mit derselben Molekülstruktur. Jetzt kommt aber der Unterschied von der Gedächtniszelle. Wenn die Plasmazelle aktiv ist und an der spezifischen Zerstörung beteiligt ist, machen das B-Gedächtniszellen nicht. Sie sind nämlich erst einmal inaktiv, aber können, und daher heißen sie Gedächtniszellen, wenn derselbe Fremdkörper auftritt, innerhalb von wenigen Stunden zu Plasmazellen umgewandelt werden. Und daher haben wir dann eine Immunisierung gegen gleichartige Erreger. Das heißt also, wenn wir jetzt wirklich infiziert werden und die Krankheitserreger werden zerstört, in ihre molekularen Bestandteile zerlegt und diese molekularen Bestandteile werden analysiert und dafür Antigene und Antikörper gebildet, haben wir dann einmal Plasmazellen, welche genau diese markierten Fremdkörper dann zerstören, und wir haben die B-Gedächtniszellen, welche sich genau diese spezifische eine Molekülzusammensetzung des Schädlings gemerkt haben, einprogrammiert ist und sofort wieder aktiviert werden können. Und dadurch, wenn wir halt nochmal infiziert werden, werden sie sofort aktiviert und es kann sein, dass wir sozusagen die Immunantwort gar nicht mehr mitbekommen, weil sie halt reagieren, ehe wir die Auswirkungen des Schadstoffes spüren. Damit kommen wir zu sechstens den T-Zellen. Sie sind dann der zweite Teil der spezifischen Immunabwehr und stellen die Immunantwort, also die Reaktion, dar. Dabei übernehmen verschiedene T-Zellen verschiedene Funktionen. Wir haben die T-Helferzelle. Durch Ausschüttung von Zytokinen aktivieren sie Makrophagen. Wir erinnern uns, das sind die ersten Zellen, die Fresszellen. Dann noch B-Zellen, die haben wir auch gerade besprochen. Granulozyten und Mastzellen bei Kontakt mit Antikörpern. Dann haben wir die regulatorische T-Zelle. Die unterdrücken die Aktivierung des Immunsystems gegen körpereigene Stoffe, da diese ja auch eine spezielle Molekülstruktur aufweisen. Der Körper muss natürlich erkennen können, das ist körpereigen, das ist körperfremd. Man sollte sich natürlich nicht gegen das körpereigene wehren. Dann haben wir die T-Killerzellen. Sie töten, und zwar durch die Ausschüttung von Granzyme und Perforine, Zellen ab, die durch Antikörper markiert wurden. Also wirklich sehr spezifisch haben wir hier die Zusammenarbeit zwischen der T-Helferzelle und der T-Killerzelle. Und last but not least gibt es natürlich auch eine T-Gedächtniszelle. Sie entstehen aus T-Helferzellen und haben deren speziellen Antikörper gespeichert, sodass sie bei erneutem Fall sofort zur T-Helferzelle umgeformt werden können. Und damit haben wir dann die beiden Teile zusammen, die die spezifische Immunantwort ausmachen. Einerseits die spezifische Erkennung und dann die spezifische Zerstörung durch die T-Zellen. Und für beides gibt es halt ein Gedächtnis. Eine andere Form sind noch die Nummer 7, die natürlichen Killerzellen, die oftmals auch NK abgekürzt werden. Sie gehören zum angeborenen Immunsystem. Das ist halt der Gegensatz zum spezifischen Immunabwehr, welches zum adaptiven Immunsystem gehört. Was heißt das? Wir haben von Natur aus keine Adaptive, die entwickelt sich erst mit unserer Entwicklung, aber natürliche Killerzellen haben wir sofort ab der Geburt. Während die spezifische Immunabwehr infizierte Zellen und Fremdkörper anhand der Ausbildung des MHC-Komplexes erkennen und anschließend markieren und abtöten kann, das ist ja das ganze Prinzip, erkenne es, zerstöre es, finde die molekulare Struktur heraus, bilde dazu einen Antikörper, markiere den Erreger, vernichte ihn. Bitte merken die auch noch. Dahingegen tun natürliche Killerzellen einen Mangel an den MHC-Komplexen erkennen. Um der Zerstörung der spezifischen Immunabwehr zu entgehen, können nämlich einige Viren die Ausbildung des MHC-Komplexes ihrer Wirtszellen unterdrücken und zu so unsichtbar für T-Leukozyten werden. Also manche Viren werden zwar phagozytosisch aufgenommen, aber sie werden nicht zersetzt, das heißt, ihre Moleküle werden nicht nach außen gegeben und der MHC-Komplex, der ja bewirkt, dass man die Moleküle dann erkennt, wird nicht ausgebildet, das heißt, sie verbleiben unsichtbar in der Zelle. Das ist natürlich eine Aushebelung unseres natürlichen Immunsystems und gefährlich. Und da kommen halt die natürlichen Killerzellen ins Spiel. Allerdings merken die halt diese Verminderung, also dass diese MHC-Komplexe nicht ausgebildet werden und reagieren darauf. Die natürlichen Killerzellen setzen bei Kontakt mit einer solchen Zelle, also eine,
die irgendwie nicht gleich scheint und keinerlei MHC-Komplexe ausbildet, ihre Granula frei, welche Perforin und Proteasen freisetzen und so die Apoptose, also den Zelltod, der Zielzelle durch Auflösen der Zellmembran verursachen. Gut, ist halt dann nötig, dass man auch die eigene Zelle zerstört, weil diese ist ja infiziert. So, damit sind wir mit der Theorie durch. Jetzt seid ihr dran. Diejenigen, die meine Videos kennen, wissen ganz genau, was jetzt kommt. Bitte pausiert an der Stelle. Löst die Aufgaben, die ich hier euch stelle. Ich springe jetzt zu den Lösungen und wir schauen mal, was so hängen geblieben ist. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zu Teil 1 von 5 der Lösung. Aufgabe 1. Nenne 4 wesentliche Funktionen des Blutes. Ja, kann man einige nennen. Ich habe jetzt einfach den Stofftransport, Wundverschluss, die chemische Abwehr von Krankheitserregern, Regulierung der Körpertemperatur, Regulierung des Homöostasehaushaltes. Zweitens. Woran bindet sich der Sauerstoff bei den Erythrozyten? Warum wird er in der Lunge gebunden und im restlichen Körper abgegeben? Woran er sich bindet, ist das Hämoglobin, wenn wir genau wollen, an der Hemmgruppe des Hämoglobins, noch genauer an den Eisenbereichen dort. Da in der Lunge ein Überschuss an Sauerstoff in der Luft und ein Überschuss an Kohlendioxid im Blut vorliegt, liegt hier ein starker Partialdruck der Gasphos, heißt also keine chemische Ausgeglichenheit, welche eine Diffusion begünstigen, schon alleine um das chemische Gleichgewicht herzustellen. Das funktioniert ganz ohne Energie. Zudem fördert das saure Milieu bzw. der hohe pH-Wert in der Lunge die Abgabe von CO2 und Aufnahmen von O2 durch das Hämoglobin, weil das seine Struktur leicht verändert. Drittens. Erläutere die Funktion von Makrophagen, Mastzellen und antigenproduzierenden Zellen, kurz APCs. Beginnen wir mit den Makrophagen. Sie nehmen erstmal durch Phagozytose Fremdstoffe aus, die sie aufgrund einer andersartigen Molekülstruktur erkennen, wenn uns die anderen, die werden ja markiert. Anschließend kommen die Fremdkörper im Zellplasma in Kontakt mit Lysosomen, woraufhin sie durch Enzyme gespalten werden und die Bestandteile an die Zellmembran transportiert werden, wo T-Zellen Zugriff auf die Molekülstruktur erhalten und somit gleichartige Fremdkörper schnell erkennen können. Mastzellen. Bei Kontakt mit Allergen oder Fremdkörpern entleeren sie ihre basophile Granula, wodurch Histamin und Heparin freigesetzt wird. Heparin tut die Blutgerinnung verlangsamen, das Histamin hingegen hat eine Chemotaxa, das heißt eine Anlagung von anderen Zellen, in dem Fall Leukozyten und Erythrozyten, so dass sofort eine Immunabwehr erfolgen kann. APCs, sie markieren Fremdkörper mittels Antigen, also Protein, und eröffnen damit den ersten Schritt der aktiven Immunreaktion. Sie nehmen die Fremdkörper durch Endozytose auf, verarbeiten diese und binden deren Substanz an MHC-Moleküle, wodurch im Prinzip ein Antigen entstanden ist. Gutes Beispiel ist das IgE, das Immunoglobulin E. Das Antigen wird zur Zellmembran transportiert, wird dort von T-Zellen erkannt und diese binden sich dann daran. Die T-Zellen oder auch T-Helferzellen scheiden nun Zytokine aus, welche wiederum B-Zellen aktivieren. Die B-Zellen produzieren anschließend Antikörper, welche sich im Blut ausbreiten und spezifisch an das markierte Antigen binden, wodurch alle gleichartigen Fremdkörper markiert und anschließend durch Phagozytose zerstört werden. Viertens, was sind Antikörper und durch welche Zellen werden sie gebildet? Antikörper sind von B-Zellen gebildete Proteine, welche exakt auf die Molekülstruktur von Antigen angepasst sind und somit alle Erreger bzw. Fremdkörper mit gleicher Molekülstruktur markieren, was dazu führt, dass diese von Mastzellen oder T-Killerzellen erkannt und zerstört werden. Fünftens. Was bedeutet Immungedächtnis? Immungedächtnis ist ein Begriff aus dem adaptiven Immunsystem und bedeutet, dass der Körper einmal erkannte Erreger durch deren Zersetzung und Bildung von passenden Antikörpern bei erneutem Kontakt wiedererkennt und auf diese schnell reagieren kann, in den B- und T-Gedächtniszellen mit passenden Antikörpern aktiviert werden. Die B-Gedächtniszellen tun natürlich wieder die ganzen Erkennungssachen machen und die T-Gedächtniszellen leiten dann die Zerstörung ein. Sechstens.
Welche Zellen bewirken aktiv die Zerstörung von Fremdkörpern bzw. infizierten Zellen? Makrophagen, T-Killerzellen und natürliche Killerzellen sowie eosinophile und neutrophile Granulozyten. Das wären so die wichtigsten. Ja, siebtens. Ergänze rechtstehende Schema mit den fehlenden Fachbegriffen. Bei Ausschütten von genügt jeweils ein zutreffender Stoff. Ja, das haben wir jetzt hier schon zu sehen. Bei der Thrombozytenadhäsion kommt es zur Wunde oder Verletzung. Das führt zur Freisetzung von Kollagen. Das Kollagen bewirkt eine Adhäsion der Thrombozyten, also ein Anhaften der Thrombozyten, durch von Willebrand-Faktoren, Fibronektin und Laminin, die das unterstützen. Das führt zu einer Ausschüttung von Calcium, ATP und Serotonin, welche eine Chemotaxis, heißt eine Anlockung, hervorrufen. Dann haben wir das Thromboxan A2, welches die Blutgefäße verengt und damit den Blutverlust erstmal verringert. Dann haben wir Faktor 5 und 7 sowie das PAF, das führt zu einer Gerinnung. Und wir haben weiterhin noch das VWF und Fibronektin, welche als Klebstoffe zur Adhäsion dienen. So, damit sind wir eigentlich mit dem Stoff für heute durch. Ich hoffe, es war interessant. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönes Wochenende, was auch immer. Und wir hören uns später wieder, ich bin mir sicher. Tschüss!